Mahlzeit Leute, herzlich willkommen zurück zu Phoenix Point. Nachdem wir in der letzten Folge eine weitere Brutkammer zerstört haben, hat sich hier die Bürgerin Athena gemeldet von Synetrion. Wir haben so viel gemeinsam durchgemacht, oder sagen wir mal so, ihr habt so viel für uns getan. Unsere Geschichte steckt voller Verrat und Enttäuschungen, dass es uns manchmal schwerfällt, daran zu denken, dass es da draußen noch andere gibt, die unsere Werte teilen. Weitermachen. Gibt's eine Belohnung? Ja. Das ist nur ein symbolisches Geschenk. Wir können nie wieder gut machen, was ihr für uns getan habt. Aber ich hoffe, das ganze Phoenix Project versteht, wie sehr wir von Synetrion eure Freundschaft zu schätzen wissen. Das ist gut. Wir wissen sehr auch zu schätzen. 375 Tech, 500 Nahrung, 1000 Materialien. Und das hilft uns natürlich extrem, bei meinem aktuellen Plan hier noch die ein oder andere Basis zu aktivieren, weil die kostet jeweils, glaube ich, so um die 900 Materialien. Das ist eine Menge. So, wir haben einen Stufenaufstieg von Andal. Bereit für die Action. Heiler. Heiler gibt natürlich auch gleichzeitig zwei Willenskraftpunkte, ne? Das ist eigentlich immer gut. Also das heißt, was ich hier jetzt für 12 und irgendwas bezahle, kriege ich hier für 25. Das kostet wahrscheinlich das Gleiche. Und hier kriege ich noch die 30% Bonus aufs Heilen dazu. Machen wir. Gut. Hier haben wir nichts. Jetzt ist die Frage, wie wir hier weiter gucken, mal mit der Sonde. Ah, schaut mal. Uah. Schaut mal, wir können hier eine Sonde rauslassen und hier einen Bereich scannen, den wir noch nicht gescannt haben. Wir decken mal das Ganze so ab. Und die letzte Sonde hauen wir da unten drauf. So. Dann würde ich sagen, schicken wir den einen mal, den Helios mal hier hin und den Manticore mal hier runter. Und dann gucken wir einfach, ob sich durch diese Scans jetzt irgendwas auftut. Hier oben fliegen wir zu einer Basis. Okay. Hier unten warten wir. Hier warten wir. Ja, es wird jetzt momentan. Wir haben jetzt keine besonderen Missionen mehr, ne? Wir müssen jetzt mehr oder weniger wirklich gucken, ob irgendwas für uns aufgeht. Hier wollte ich handeln. Ist kein guter Kurs, aber ja, egal. Und dann holen wir diese Basis her. So, was müssen wir hier reparieren? Basisinfo, Strom haben wir, Fabrikanlage. Die können wir reparieren, ja. Ja, komm, machen wir. Und wir bauen hier aber eine Satellitenstation. Die brauchen wir auf jeden Fall. Dauert 4 Tage, bevor die loslegen kann. Okay. Ja. Wie sieht's aus? 1 Tag, 7 Stunden. Ach je. Von denen hier wollen wir mal was bauen. Giftarmbrust. Hier fehlt die Verarbeitung. Okay. Was können wir denn von den alten noch herstellen? Von diesen alten Waffen. Säurepistole ist natürlich auch eine coole Sache. Da wollten wir eigentlich auch mal. Gell? Machen wir mal 2. Säurepistolen ist nicht schlecht. Das hier können wir bauen, ne? Der Sensor. Das ist eine Waffe der Uralten, oder? Ja. Ho, sehr cool. Gut, mal wieder was Neues zum Ausprobieren. Lass mal laufen.
Kriegen wir das eigentlich mitgeteilt, wenn diese Sensoren hier irgendwas finden? Wie viel haben wir denn? Sind die anderen Scans abgeschlossen? Das gehört uns schon. Die anderen Scans sind abgeschlossen, wie mir scheint, oder? Wir haben auch hier mittlerweile alles gescannt und nichts Besonderes im Radius. Nein, ich sehe nichts mehr. Der Lebenkristallsteinbruch gehört uns, die Mine gehört uns. Nö, dann, warte mal, Produktion, dann haben wir aber auch nochmal ja, zwei weitere Sonden hier mit rein. Jetzt sind wir hier angekommen. Lassen wir weiterlaufen. So, Produktion ebenfalls abgeschlossen. Und die Minen haben wir auch. Satellitenverbindung von New Jericho in Fort Ares gebaut. Moment, jetzt müssen wir gucken. Wir haben die Dinger ja noch nicht benannt, ne? F und E4. Wo ist denn F und E4? Das ist Phoenix Bravo. Nennen wir mal um. Das heißt Grönland. Ups. Und was haben wir noch? F und E4. Welche war das denn? F und E4. Das ist die Nummer 11. Das ist die Nummer 10. Wo habe ich denn als letztes noch eine? 9, 8, 13, wo ist denn unsere, wo habe ich denn die 12. aktiviert? 10, bist du deppert? Hier, 12. Was ist denn das? Ist das hier noch Chile? Könnte sein, könnte aber auch nicht sein. Wahrscheinlich nicht. Gut, dann lassen wir mal laufen. Forschung 17 Stunden. Stromgenerator repariert. Wir gucken mal hier drauf. Satellitenverbindung müsste jetzt also ihre Arbeit aufnehmen. Schauen nochmal alle Dinger durch. Mit einem Namen, ob irgendwo was kaputt ist, ne? Nein. Pandora-Kolonie entdeckt 100%. Was heißt denn das? Nordafrika, Pandora-Kolonie entdeckt 100%. Westafrika-Gebietsscan. Aber wir haben, also da ist ja, die hatten eine entdeckt, ne? Die haben wir schon kaputt gemacht. Warum kriege ich das hier noch so komisch angezeigt? In der Antarktis ist der Gebietsscan bei 89. In Chile kann er natürlich erst anfangen, wenn... Nö. Müsste er anfangen. Strom ist da. Satellitenverbindung steht. Grönland hat noch keine. Okay, die wird gebaut. Was heißt, wieso Pandora-Kolonie entdeckt 100%? Steht hier. In Osteuropa. Komisch. Also, wahrscheinlich haben wir die Kolonie entdeckt, aber wir haben die ja hier schon zerstört, oder? War ein Nest hier. Da ist momentan nichts für uns zu tun. Schauen wir mal, ob diese... Oh, da unten. Da unten antediluvianische Ruine. Wir haben was entdeckt. Endlich mal wieder. Hier drüben haben wir nichts entdeckt. Also zumindest nichts Neues. Die Sonden sind fertig. Wir könnten... Dann können wir immer mal schauen, wo die Abdeckung noch nicht wirklich da ist. Hier könnte man noch was reinhauen.
Hier würde auch noch was drüber gehen. Wer weiß, vielleicht ist ja doch noch was in Europa. Wir gucken mal. Und dann nehmen wir den Helios. Schicken ihn hier runter und wir nehmen diesen Manticore und wir schicken ihn auch hier runter. Und dann gucken wir mal, ob wir gemeinsam ein Achterteam zusammenkriegen, um hier die nächste Ruine frei zu kämpfen. Oh, ein Angriff auf eine Zuflucht. Endlich mal wieder, möchte ich sagen. So, da schicken wir doch einfach diesen Manticore hier vorbei, ne? Pepper, Black Mask, Butterfly, Tovai, Markus und Nora Vatscha. Ja. Eh nichts anderes in der Nähe. Fliegen wir hin. So, der erste ist da. Mit dem ersten können wir aber noch nichts machen. Auf einem Bein können wir hier nicht stehen. Also weiter geht's. In 3 Stunden haben wir die zentralisierte KI. Jetzt geht's aber rund. Das trifft sich ja wunderbar. Da unten. Da unten. Ja, dann leiten wir um die antediluvianische Ruine. Die kann warten. So, jetzt sind wir in Südamerika, ne? Angriffsstärke, Belohnung, sieht ordentlich aus. Wir gucken mal, wo wir... Ja, hier sind wir. Da greifen wir an. Zuflucht Gertschikow. Okay, komischer Name für eine Zuflucht in Südamerika. Aber das soll nicht mein Problem sein. Gehen wir es an. Mission starten. Pepper... Punkte. Komm, wir geben hier noch einmal Willenskraft obendrauf. Oder? Geben wir Todesmarkierung. Geistbruch. Fügt allen feindlichen Entitäten innerhalb von 10 Feldern 100 Schaden zu. Das ist eine Menge, ne? Kostet auch 6 Willenspunkte. Ich glaube, dann spare ich. Wir kriegen jetzt 8 für die Mission, haben wir 24, dann können wir 6 aus dem Pool nehmen. Ja, machen wir mal nichts mit Pepper. Black Mask, haben wir die Rakete. 36 Punkte. Scharfschütze könnte er werden, auf Kosten von Willenskraftspunkten. Ne? 17 hat er. Ah nee, er müsste 19 haben. Dank der Geschichte hier. Können wir mal ganz kurz... gehen wir raus aus der... Achso, kriege ich jetzt hier wieder nicht angezeigt, ne? In der Ansicht. Ich gehe noch mal ganz kurz raus. Das will ich jetzt mal checken. Black Mask. Hier drin müssten wir es richtig sehen. Willenskraft 19. Okay, er hat 19, weil die zwei hier nicht draufgezählt werden. Das heißt, wir könnten, wenn wir das auf reinpushen hier voll, könnten wir ihn auf 22 bringen. Damit runter, dann hätte er immerhin noch 18. Und ich muss ihm nicht, das ist ganz wichtig, ich muss ihm nicht die zweite Klasse Sniper geben. Nicht zwingend. Also wenn ich da einfach diese Fähigkeit nehme, dann kann er ein Scharfschützengewehr benutzen. Er kann es benutzen, ohne die Klasse Sniper zu haben. Allerdings... will man ja eigentlich dann Zugriff auf die Sniper-Fähigkeiten haben. Zumindest auf eine, nämlich Schnellfeuer. Schnellfeuer hilft, würde dann natürlich auch für die Deceptor helfen. Auch da könnte man dann mal für 2 Aktionspunkte abfeuern. Komm. Er hat noch 2 Gewicht frei. Was kostet denn... wie viel wiegt denn ein Scharfschützengewehr? 4. Ja, okay, dann haben wir aber da ein Problem, ne? Das heißt, wenn ich das mache, müsste ich ihm auch gleichzeitig noch Stärke leveln.
Sonst haben wir ein Gewichtsproblem oder ich baue ihm wieder irgendwas anderes ab. Ah, zweischneidig wieder das Ganze, ne? Zweischneidig. Ich müsste hier eigentlich mindestens 28 haben, damit das wirklich funktioniert. Ich meine, 25 plus 13 sind 38, 36. Hat er, wisst ihr was? Wir hauen mal Stärke rein. 27. Einmal müssten wir noch machen. Ich mach das mal. Ich gebe ihm mal die Stärke und jetzt spielen wir eine Mission und dann schauen wir mal, ob wir ihm das Scharfschützengewehr freischalten. Ich könnte es mir vorstellen. Black Butterfly, hier sind wir durch mit einem. Er ist ja Techniker. Wir bringen hier auf jeden Fall mal die Arme an bei ihm. Und geben ihm dann auch ein Geschütz mit, ne? Ein Gauss-Geschütz oder ein Laser? Wir geben ihm das Laser-Geschütz mit. So, es hat geklingelt. Ich muss kurz mal an die Tür. So, da bin ich wieder. Falls ich jetzt Tränen in den Augen habe, dann liegt es daran, dass das oder der geklingelt hat, das war der Heizölfahrer. Wow. Puh. Gut. Wird alles nicht billiger, ne? Dann machen wir mal weiter. Black Butterfly, da waren wir stehen geblieben. Ausrüstung ist da, Geschütz ist geladen. Passt. Towai, 16 Punkte. Wollen wir mit den 16 Punkten was machen? Ansturm, inspirieren. Inspirieren finde ich eigentlich schon sehr, sehr cool. Machen wir. Markus, oh, 45 Punkte der Markus. Also als allererstes braucht der natürlich hier mal noch... Gott, okay. Ich sehe gerade, warum er nichts geladen hatte. So. Geschwindigkeit. Gut. Und Nora Vatscha. Die haben wir noch nicht wirklich... Ach genau, die habe ich hier das Schild auch mal mitgegeben. Ja. Mal gucken, wie was da bei rauskommt. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir es an. Oh, Black Butterfly ist irgendein Munitionsproblem. Ach, hier. Der Arm. Okay. Der Arm. Geben wir ihm noch ein zweites mit. Alles klar. Jetzt sind wir soweit. Also, los geht's. Team einsetzen. Und was beim Pandora-Bau bzw. beim Nest so ist, dass die Gegner direkt in unserer Sichtlinie stehen, das ist hier nicht anders. Schaut euch das an. Wir sind auf der Karte, haben hier gleich mal 3 Stück und ja, hier nochmal 2, ne? Wow, 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 wow. Einmal Chiron Aplu, das sind Feuerwürmer, ne? Ne, das sind Giftwürmer. Hier haben wir eine Skylla Xenagos, die hat, glaube ich, die hatte einfach mehr Rüstung nochmal ein bisschen. Ja, dann haben wir hier drüben einen Sirenenhetzer und noch ein bisschen Kleinkram in Anführungszeichen, ein Strauchdieb und ein Verderber. Okay. Wir nehmen Pepper. Und eröffnen hier mit schnellem Zielen und versuchen hier aufs Köpfchen zu gehen. Und das heißt, bei einem zweiten Treffer jetzt wäre das die Gedankenkontrolle schon mal, das Gedankenkontrollenproblem gelöst. Gut. Haben wir. Dann
dann knallen wir da jetzt einfach mal ein bisschen drauf, oder? Was soll der Geiz? 21 Schaden. Tovai verteilt Virusschaden und ich glaube, da fangen wir direkt mal an, Virusschaden auf die Skyller zu schießen. Zehn Virus. Sehr gut, weil das ist der Knackpunkt, ne? So kriegt man sie, glaube ich, am ehesten, wenn man sie relativ schnell in Panik versetzt. 50 Willenskraftspunkte hat sie. Also es dauert ein bisschen. Wir stellen hier direkt unser Geschütz auf. Ich hoffe, naja gut, geht ein bisschen. Er kann ja nach oben schießen mit dem Geschütz, ne? Wir haben das Problem, dass Black Butterfly zwar das Geschütz hat, aber noch keine Fernsteuerung. Das heißt, er muss jetzt hier normal schießen. Tja. Ja, komm, gehen wir hier drauf, oder? Dann haben wir Black Mask. Ich glaube, Black Mask möchte ich hier oben haben. Und dann knallen wir die Rakete hier rein. Dann treffen wir sie alle drei mit. Ja. Vor allen Dingen machen wir hier mal, nehmen wir einiges an Körperteilen raus. Wobei, er kann sie ja regenerieren, ne? Aber der Blutungsschaden bleibt meiner Meinung nach drauf. Schauen wir mal. Jetzt haben wir noch Nora. Und Nora hat ja auch ein Virusgewehr. Lass mal zucken. Das Popöchen. Nochmal 10 drauf. Ja, jetzt sind schon 35 Virusschaden drauf. Das ist eine Menge. Hier haben wir. Was ist das? Das war ein Synetrion-Soldat. 120, muss ein Scharfschütze gewesen sein. Und hier haben wir einen Sturmsoldaten. Okay, minus 35 Willenspunkte. Also die Skyller ist im nächsten Zug schon in Panik. So, er hat wieder seine Körperteile. Die Körperteile sind wieder da, aber ihr seht, der Blutungsschaden ist noch da. Also er nimmt 40 Blutungsschaden jede Runde. Das ist in Ordnung. Ja, und hier wird angefangen, Ausrüstung kaputt zu schießen. Unschön. Oh, was haben wir denn? Wo ist denn das? Hinter uns? Müssen wir gleich mal gucken. Hier strolcht einiges rum. Mal Glück gehabt. Das ist echt überschaubarer Schaden, den die beiden da geschossen haben. Und jetzt kommen Giftwürmer noch. Naja, wir haben da tatsächlich, wir haben im Rücken hier Feinde. Das ist unangenehm. Einer der Giftwürmer ist aus der Karte rausgeschossen. Das heißt, der macht uns nichts. Und der Sirenenhetzer, der ist im Endeffekt, ja, der ist eigentlich ungefährlich. So.
Dann gehen wir mit dem Geschütz hier drauf. Die Skylla treffen wir leider nicht, so wie sie aktuell steht. Aber, tja, wir könnten jetzt... Komm, dann gehen wir, machen wir hier weiter. Drei Virus. Hm. Überschaubar, ne? Ja, das war nicht gut. Ich meine, der stirbt. Der allerdings nicht. Das taugt nichts. Ach, Pep. Oh, die hier im Rücken. Das sind echt unangenehm. Wir nehmen mal Pepper mit schnellem Zielen. Ja, dem könnte man zumindest den Wurfarm wegnehmen oder das Gewehr und dem den Werferarm. Komm, wir machen das mal. Okay. Er hat jetzt noch das Maschinengewehr. Wir machen nochmal schnelles Zielen. Was hat der hinten? Auch ein Maschinengewehr, ne? Hat er auch einen Werferarm? Hat er auch. Verdammt. Ah, wenn ich den wegschieße, nimmt er garantiert die Granate. Aber den kriege ich auch nicht getötet in der Runde. Enemy still active. Spuckerkopf deaktiviert. Hm. Oh Mann. Okay, wir kriegen jetzt definitiv den ein oder anderen Treffer. Das ist nicht ganz so angenehm. Probieren wir das hier nochmal mit einer weiteren Rakete. So, jetzt ist hier aber einiges kaputt. Ja, jetzt hat er nur noch den Spuckerkopf und er... Ja, er hat noch... Okay, aber die Deckung, seine Deckung ist weg, ne? Wir können jetzt... Ach, guck mal, jetzt können wir. Tschüss. Und dann haben wir hier noch Markus. Geht, ne? Geht. Ich glaube, wenn wir jetzt hier hinlaufen. Let's do this. Inside. Naja, weiterer Arm deaktiviert. Gut. Bin ich nicht ganz mitzufrieden mit diesem Zug. Mal gucken, was der Scharfschütze macht. Tötet den Helion. Immerhin. Und der... Boah, der bleibt stehen und schießt. Das ist natürlich sein Tod, ne? Das ist sein... Oder? Ach so, ach nee, ist nicht sein Tod, weil sie ja in Panik ist. Der Giftwurm, müsste der nicht auch in Panik geraten? Okay, macht er wohl nicht, aber es war nicht schlimm. Kommen drei neue. Eins, zwei, drei, alle gelandet, glaube ich. Hm. Ja, okay, hier... Konzentrieren sich die Gegner auf die Ausrüstung. Damit kann ich leben. Ich meine, gibt dann zwar weniger Erfahrungspunkte, aber das ist jetzt nicht so schlimm. So, er kommt näher. Er hat leider noch den Granatarm.
Ja. Okay, er schießt. Zurückschießen. Ja, auch das war überschaubar vom Schaden her. Kommen wir mit klar. Er hat mittlerweile 90 Blutungsschaden. So, und jetzt, damit ist er nächste Runde tot. Jetzt hat er hier nochmal 80 Schaden an der Ausrüstung gemacht. Nächste Runde ist der weg. Boah. Ja. Von den Schlüsseleinrichtungen wird nicht arg viel übrig bleiben, wenn das so weitergeht. Schauen wir mal, der 23 HP, 90 Blutung. Okay. So, wie viel Würmer? Ich sehe nur zwei. Ich weiß aber nicht, ob es auch wirklich nur zwei sind. Wir nehmen mal als erstes das Geschütz. Gehen hier drauf. So, dann gehen wir hier. Du bist weg. Okay. Nora. Ja, wir nutzen sie für die Kills hier auf dem Wurm. Und dann machen wir hier noch ein bisschen Virus drauf. Auch okay. Geisteskontrolle, nee, das möchte ich nicht. Wir machen schnelles Ziel. Wir werden das jetzt zweimal brauchen. Und zwar hier auf den Hinterleib und dann machen wir das Ganze nochmal. Mit ein bisschen Glück ist der Hinterleib kaputt. Ich weiß nicht, haben wir jetzt nicht gesehen, wie viel es noch sind. Nee, reicht nicht. Reicht nicht. Aber wir machen einen Overwatch. Pistolen-Overwatch hier über den Wurm. Ein Towai kriegt es aber hin. Hinterleib kaputt. Das heißt, die Gefahr von weiteren Würmern ist gebannt. Black Mask. Ja, wir springen jetzt mal hier rüber, ne? Laden nach. Und dann können wir mit dem Explosionsstoß hier sogar noch einmal umsonst das hier feuern. Und dann hauen wir da mal noch eine Rakete auf die Skilla. Jawohl. 53 Schaden ist nicht das Relevante, aber die Rüstung, die dabei kaputt ging, kann eventuell noch wertvoll sein. Tja, was machen wir mit ihm? Wir springen hier auch schon mal rüber, oder? Oder hier hoch. Müssen sie jetzt langsam in Stellung bringen gegen die Skilla. Okay, Zug beenden. Synetrion-Scharfschütze geht auch hier raus. Das war ein Pistolenschuss. Schießt da in unsere Richtung. Heil dich lieber mal. Und jetzt wirft er eine Granate. Oh, Giftschaden. Auch nicht schlecht. Der ist tot. Der Wurm. Ja. Wupp. Jetzt haben wir Giftschaden auf unserem Techniker. Ist das hier der letzte andere Pandoraner, der hier feuert? Ne, das sind zwei noch, ne? Das sind auf jeden Fall noch zwei, die hier hinten stehen. So, okay. Dann würde ich aber sagen, haben wir es für heute.
Den Rest werden wir dann in der nächsten Folge lösen. Wir haben hauptsächlich die Skylla jetzt noch als Feind. Hier hinten noch zwei weitere. Und auch wenn hier, Spawnpunkte eingezeichnet sind auf der Karte, wir wissen ja, es kommen keine weiteren. Töte alle Feinde, also das, was auf der Karte ist, ist da. Alles andere kommt hier nicht nach. Machen wir morgen. Morgen geht's weiter. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin, Leute, haut da rein. Tschö, tschö.